15.000 Dollar Schaden. Bei PLL Star Lokihale wurde eingebrochen. Kein schöner Start ins neue Jahr. Lokihale, 28, die nach Pretty Little Liars an ihrer neuen Serie Life Sentence arbeitet, erlebte am Wochenende einen Schock. Es wurde in ihr Haus eingebrochen, wobei ein Schaden von mindestens 15.000 US-Dollar entstand. Wie TMZ berichtet, erfolgte die Tat bereits am Freitag. Die Polizei habe bestätigt, dass ein Einbrecher am frühen Morgen in Anwesen in San Fernando Valley einstieg. Der Täter habe ein Fenster eingeschlagen, um in das Haus der Schauspielerin zu gelangen. Gestohlen wurden Schmuck und Handtaschen. Der entstandene finanzielle Schaden könnte sich am Ende als noch größer herausstellen, denn die Inventur und die Ermittlung seien noch nicht abgeschlossen. War zu dem Zeitpunkt des Einbruchs glücklicherweise nicht zu Hause. Die Ermittler gehen offensichtlich nicht davon aus, dass sich der Eindringling spezifisch Haus ausgesucht hat, sondern dass sie nur zufällig zum Opfer wurde. Vieles deute eher darauf hin, dass diese Tat die neueste in einer Reihe von Einbrüchen ist. Im vergangenen Jahr wurden immer wieder die Häuser wohlhabender Personen ausgeraubt. Dabei wurden häufig auch die Besitztümer von Berühmtheiten zur Schielscheibe. So traf es unter anderem Kendall Jenner, 22, Scottie Sick, 34, Jason Derulo, 28, Maria Carey, 47, Drake, 31, und Nicki Minaj, 35.